Hallo meine lieben Heimwerkerinnen und Heimwerker, ich begrüße euch zu einem neuen Projekt hier in meiner Werkstatt. So richtig neu ist das Projekt auch nicht, weil ich habe ja schon Version 3, Version 2 und Version 1 gebaut. Aber Version 4 unterscheidet sich von 1, 2 und 3 auf jeden Fall. Was ich genau gemacht habe, das seht ihr nach dem Intro. Ich nehme euch da mal so eine Mischung zu. Was habe ich bis jetzt gemacht? Wie man hier sieht, gibt es da schon ein Gehäuse. Ich bin da noch gerade am Experimentieren. Da gehe ich gleich drauf ein, wenn es dann soweit funktioniert hat. Jetzt geht es erstmal darum, die Zahlen auf dem Zifferblatt aufzubringen. Ich habe jetzt hier die Zahlen, die aus einer Sperrholzplatte ausgesägt sind, lackiert. Hier in diesem Fall dunkelgrau. Und jetzt muss ich die noch ein bisschen nachbearbeiten, denn wie man das hoffentlich erkennen kann, sind hier so leichte Fransen. Ich hoffe, das nimmt die Kamera jetzt. Also hier sind so ein paar Lackfransen. Die feile ich jetzt nochmal eben weg, weil das sieht man nachher auf dem weißen Untergrund und das sieht dann ziemlich blöd aus. Ich kann mal kurz darauf eingehen, betreffende Beleuchtung, was so meine Gedanken waren. Zum einen ist der Gedanke gewesen, und der steht eigentlich immer noch ganz weit oben, ich mache die Klappe auf und ein Licht geht an. Oder das Licht geht an. Hat den Vorteil, man setzt das Ganze noch ein bisschen in Szene. Zum anderen kam der Gedanke auf, mit einem Schalter das Licht zu steuern, was aber auch eine gewisse Schwierigkeit mit sich bringt. Weil A, wo setze ich den Schalter hin, ohne dass man da ständig drauf guckt? Und zum anderen, was und wie lange wird etwas beleuchtet? Ja, aber da gehe ich dann nochmal später drauf ein. Ich habe mir hier Markierungen drauf gemacht, damit ich ungefähr weiß, wo kommen die Zahlen in etwa hin. Und jetzt werde ich das aufleimen und dann schauen wir mal, ob das alles am Ende dann auch wirklich passt. Ich hatte schon den Gedanken, hier drinnen auch einen LED-Streifen zu verbauen und dies dann über den Türkontakt zu beleuchten. Das heißt, wenn der Türkontakt geschlossen ist, dann geht das Licht der Uhr an und leuchtet dann 6 Stunden. Habe mich jetzt aber dagegen entschlossen, denn das Haus selber bekommt ausreichend Beleuchtung und somit braucht man das hier nicht noch weiter beleuchten.
So. Das lassen wir jetzt alles ein bisschen antrocknen und dann geht's weiter. Wie bei dem ersten Projekt mit der Uhr verwende ich hier von TFA ein Funkuhrwerk. Und TFA Dostmann ist das. Nein, ich wurde nicht dafür bezahlt, dafür Werbung zu machen. Und nein, ich bin auch nicht gesponsert worden. Und nein, ich weiß nicht, was ich jetzt noch als Nein angeben soll, aber es ist ein für mich perfektes Uhrwerk. Und ich habe hier zwei verschiedene Zeiger mit bei, die sich beim ersten Uhrwerk auch sehr gut montieren lassen haben. Und jetzt geht es mal eben darum, ich lege die jetzt einfach mal so da rein, um zu schauen, welches jetzt am besten wirkt. Sekundenzeiger brauchen wir noch nicht. Das macht noch nicht wirklich Sinn. Entweder halt so einfach gehalten oder lieber doch ein wenig verspielt. Ich tendiere eher so zu diesem Verspielten. Mal schauen. Und dann halt mit diesem Zeiger. So finde ich das gar nicht mal schlecht. Ich habe jetzt das Uhrwerk montiert. Hier ist noch so ein Tesastreifen drauf, beziehungsweise noch so ein Klebestreifen drauf. Da steckt eine Nadel drin. Das bitte drinnen lassen. Ganz, ganz wichtig. Diese Nadel darf erst dann gezogen werden, wenn alles ausgerichtet ist und dementsprechend nichts mehr verstellt werden kann. Ich habe die Zeiger jetzt aufgebracht und werde jetzt den Ring montieren. Ich habe hier schon mal im Ring das alles soweit festgeklebt mit Heißkleber und den werde ich jetzt hier drauf montieren. Damit an dem Ring nichts mehr passiert und auch an der Uhr selber nicht, klebe ich das alles nochmal ab. Und ihr wisst ja, das ist immer noch der beste Schutz gegen Kratzer und Staub. Das ist jetzt erstmal gegen Kratzer geschützt soweit. Da passiert jetzt erstmal nichts dran. Jetzt geht's weiter mit dem Kasten. Da bin ich wieder. Ja, was habe ich jetzt hier vorbereitet? Das ist das Dach. Ich habe mich als erstes an der Klappe orientiert von den Maßen und habe dementsprechend das Dach zugeschnitten und habe hier, das ist die Rückseite, hier habe ich eine Nut von ca. 4 mm gesägt und hier habe ich eine Nut von 8 mm gesägt. In dieser Nut wird ein LED-Stripe verbaut, der den Eingangsbereich, sprich den Klappenbereich, beleuchtet. Und ich fange jetzt mal so ein bisschen an, das ganze Teil zusammenzubauen. Dazu brauche ich zunächst die Rückwand, 4 mm MDF beschichtet. Ein bisschen störrisch heute, aber passt. So. Dann kommen die Seitenteile. Da habe ich auch jeweils eine Nut reingesägt von 4 mm. Und da muss man halt immer gucken. Ich habe hier einen 30 Grad Winkel beim Dach und das spiegelt sich dann unten an den Seitenteilen dann auch wieder. 45 Grad kann man ja noch sägen, aber alles was da drunter ist, wird dann schwieriger. Das ist das Bodenteilchen, das ist das andere Seitenteil. Also wir haben hier keine 45 Grad, sondern weniger und da muss man dann halt schleifen. Soweit wäre das schon fertig, wenn der Gedanke mit der Beleuchtung nicht wäre. Der Gedanke mit der Beleuchtung ist halt so, dass die Klappenfront beleuchtet wird oder angestrahlt wird
Und das möchte ich gerne mit einem LED-Streifen machen, den ich mir hier schon mal zwischengetüdelt habe. Weil bringt ja nichts, wenn ich etwas ausprobiere, die Kamera einschalte und es funktioniert gar nichts. Also, ich zeige euch mal kurz, was mein Gedanke war. Und dann erzähle ich euch, was hier bei meinem Gedankengang noch etwas verbessert werden muss. So, LED-Streifen unsichtbar verlegen, sprich für indirekte Beleuchtung. Hier vorne drauf kommt noch eine Blende später. Das ist der Grundgedanke. Jetzt kommt das Ding schon recht weihnachtlich rüber. Und da das eine Uhr wird, die das ganze Jahr über hängen soll, macht das keinen Sinn, das in Warmweiß zu machen. Weil Warmweiß ist definitiv eine Weihnachtsfarbe, finde ich persönlich. Ihr könnt ja gerne mal drunter schreiben, was ihr so dazu meint, aber Warmweiß passt in diesem Fall nicht dazu. Also, welche Farben würden jetzt hier passen? Ich tendiere so zu Kaltweiß, Blau, Grün, Violett, Rosé oder halt einen bunten Mix. Wobei dieser bunte Mix dann auch wieder so ein bisschen weihnachtlich rüberkommt. Von daher muss ich diesen LED-Streifen auch wieder austauschen. Das wird so nicht aussehen. Aber ich arbeite erstmal mit dem hier so weiter. Jetzt sind wir soweit mit dem LED-Streifen vorne in der Ansicht. Jetzt kommt noch der Gedanke, dass man halt die Beleuchtung weiterführt. Problem ist jetzt hierbei, wenn man jetzt sagt, ich beleuchte das hier auch, dann kommen wir auf jeden Fall in den Sichtbereich. Denn hier kommt ja nachher die Klappe hin. Hier würde nachher eine Blende drüber kommen, die halt das Gewisse noch ein bisschen verdeckt, was aber hier wiederum schwierig ist. Von daher würde hier jetzt der LED-Streifen gekappt, die Kabel müssten verlegt werden. Jetzt ist die große Frage, in welche Richtung geht man? Geht man nach innen, legt das dann so rein, weil Klappe ist eh die meiste Zeit zu, oder versteckt man das? Ich tendiere eher in die Richtung, dass man hier eine weitere Nut reinfräst oder reinsägt, wo dann das Kabel verschwinden kann. Ich habe mir jetzt mal eine Nut hier oben reingesägt und da kommt jetzt ein LED-Kabel rein. In diesem Fall nur zwei Ader. Und das möchte ich hinten noch mit in der Rückwand reinlaufen lassen. Das ist jetzt alles ein bisschen tricky, würde ich jetzt mal sagen. Aber lässt sich jetzt so auch nicht viel besser verstecken. Ich bin der Meinung, das ist schon ganz okay so, wie ich mir das hier ausdenke. Das ist der Zwischenstand vom Häuschen. Noch nicht wirklich viel weiter gekommen. Die LED-Stripes sind noch nicht da. Ist aber noch nicht so tragisch. Noch ist alles im grünen Bereich. Ich kann auch weiter tüdeln. Ich will jetzt nämlich hier vorne die Blenden drauf machen. Und da habe ich mir solche Leisten besorgt, die dann hier oben drauf verleimt werden, die dann zum einen erstmal hier die Naht hier mit abdecken, beziehungsweise den Spalt, den man hier hat. Und minimal sollen die überwegstehen,
muss dann nachher aber mit der Klappe auf jeden Fall funktionieren, weil wenn man die Klappe nachher aufmacht, darf das dann nicht gegenstoßen. Sonst hat man nämlich ein kleines bis mittelschweres Problem. Kommen wir jetzt zu dem Thema Schalter. Ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, was man da jetzt für einen Schalter verbaut, weil es musste ein Schalter verbaut werden. Denn das Haus von der Wand hängen macht nicht wirklich Sinn, da ja hinten die Batteriebox kommt, wo der Schalter schon integriert ist und ich neben halt nicht im Sichtbereich haben möchte. Deshalb muss ein zweiter separater Schalter her und da habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht. Ich habe mir jetzt mal hier so ein Rohling gesägt, gebohrt, gefräst, wie auch immer. War mir von der Größe her war das schon ganz okay. Hat mir auch gut gefallen, aber der Schalter, den ich da verbaut habe, der ist beim Verbauen kaputt gegangen. Also ziemlich filigran gewesen, das Ganze. Hat sich also damit auch erledigt. Ist aber nicht so schlimm, weil es gibt ja noch eine zweite Version. Den habe ich mal schon größer gemacht. Habe dann hier einen Drucktaster eingebaut. Und wenn ich jetzt das mal so... Ja, so toll finde ich das jetzt auch nicht. Vor allen Dingen nicht so innovativ. Ich finde, es ist langweilig. Also habe ich dann weiter überlegt und ich hatte ja schon eingangs erwähnt, ich habe mir die Reed-Kontakte kommen lassen und jetzt zeige ich euch mal, was es mit diesem Reed-Kontakt auf sich hat. Der Reed-Kontakt ist ein Glaskontakt bzw. ein Glasbaustein. Hier drin sind zwei Drähte, die eben halt auf magnetischer Strahlung reagieren. So, jetzt habe ich mir eine Vorrichtung gebaut. Die sieht wie folgt aus. Ich habe ein Riffel-Rundholz genommen und dort ein 6 mm Loch eingebohrt. Dann habe ich mir zwei Halterungen gemacht. Eine etwas höher und die andere etwas flacher. Zwei unterschiedliche Höhen, wie man jetzt so in der Kamera sehen kann. Hier kommt das Rundholz rein. Das wird noch angeleint. Auf der gegenüberliegenden Seite kommt dann nachher die Stütze vorne. Aber das wichtige Bauteil ist dieses hier. Das ist einfach nur ein Rundholz abgeschnitten, Loch drin und das kommt hier mit drauf. So, das Ganze wird so zusammengesteckt. Ich hoffe, das kann man gut erkennen jetzt in der Kamera. Und jetzt kommt hier der Reed-Kontakt rein. So, immer ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, das ist Glas und ist wirklich sehr leicht zu beschädigen. So, jetzt habe ich hier eine LED angebracht und da bauen wir uns jetzt mal so ganz kurz die Schaltung auf. Um das mal kurz zu erklären. Ich habe jetzt 3,4 Volt am Labornetzteil eingestellt und wenn ich Plus und Minus hier ranhalte, dann leuchtet sie. Was hat es jetzt mit dem Schalter auf sich? Ganz einfach. Ich fummel das mal zurecht und dann melde ich mich wieder. Jetzt habe ich den Reed-Kontakt hier zwischengeschaltet. Wie gesagt, es ist ein Schalter jetzt. Und wenn ich nun dieses Element hier drauf bewege, geht der Schalter an oder aus. Beziehungsweise geht das Licht an oder halt aus. Je nachdem, wo der Ring jetzt hier steht. Der Trick an der Geschichte ist, hier ist ein Magnet eingesetzt, der auf diesen Reed-Kontakt reagiert. Oder dieser Reed-Kontakt reagiert auf den Magneten. Und durch das Vor- und Zurückschieben kann ich ihn halt an- oder ausmachen. Und diesen Schalter, den möchte ich gerne drin verbauen. Ich finde ihn ganz witzig und deswegen mir gedacht, den verbaust du dann mit drin. Nichts Herkömmliches, irgendwas Simples oder so, sondern mal ein bisschen was Elegantes, Abgefahrenes. Die Blenden habe ich mir jetzt mal eben so weit zurechtgeschnitten. Die kommen jetzt hier oben schon mal drauf. Und ja, das wird nur angeleimt, nicht angenagelt oder sonstiges, weil ich möchte das hier vorne im Sichtbereich alles nagelfrei haben. Und ja, von daher erstmal alles anleimen und schauen, dass es dann am Ende auch gut aussieht. Ich würde sagen, das kann man so lassen.
Das sieht gut aus. Mittlerweile ist meine Ware hier eigentlich getroffen, was ich haben wollte. Und das ist das, was ich verbauen werde. 6000 Kelvin, 1 Meter, IP65, 5 Volt. Ja, jetzt geht das wieder los. IP65 auch zugeschweißt. Sehr schön. Ja, jetzt gucken wir mal eben, wie stark das leuchtet und ob wir da eventuell da wieder rum noch mal etwas dran basteln müssen oder ob wir es so verarbeiten können. Weil wenn es zu hell ist, dann müssen wir da noch einen Widerstand mit einlöten, der das Ganze mal ein bisschen runterregelt. Ne, das ist gut. Ich habe jetzt gedacht so, Hossa, jetzt geht die Luzi ab, aber nein, Hossa, das ist so völlig in Ordnung. Dann werden wir jetzt mal den LED-Streifen verbauen. Mittlerweile ist der LED-Streifen eingeklebt und sitzt auch an den Stellen, wo er sitzen soll. Jetzt geht es nämlich um das Batteriefach und ja, sollte einer der Hersteller diesmal sehen in meinem Video, dann habe ich doch eine Bitte. Wenn ihr schon solche Batteriefächer macht, und leider kann ich das jetzt nicht in Chinesische übersetzen, weil ich gerade mein Wörterbuch verlegt habe, aber wäre das vielleicht möglich? Ich weiß, es ist viel verlangt, aber den Schalter vielleicht auf diese Seite zu versetzen mit dem Batteriefach, dass man das Fach aufmachen kann, weil dann hat man auch die Möglichkeit, das irgendwo fest zu, nicht? Okay. Da ich das sowieso nicht festleihen will, sondern das wird hier eingearbeitet, ist das sowieso jetzt Wurst. Kabel ist lang genug. Das wird jetzt alles miteinander irgendwie verdrahtet, glaube ich. Und dann schauen wir mal, dass es funktioniert. Jetzt geht es um den Einbau der Klappe und da ich die Klappe ja ein bisschen weiter rein haben möchte, brauche ich ja mal eben so ein Referenzmaß und das Referenzmaß ziehe ich mir jetzt mal eben so Pi mal Auge, 2,7 cm, ich glaube da fahren wir ganz gut, Außenkante hier. Jetzt sind wir bei 4,6 und hier kommt nachher das Loch rein. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch. Da ungefähr ist die Markierung. Da setze ich jetzt mal eine Bohrung ganz vorsichtig rein, weil das ist ja nicht wirklich dickes Material. Das sind 18 mm. Beim 10 mm Bohrer haben wir links und rechts nur noch 4 mm. Das ist nicht wirklich viel. So.
So, mal im Laden mal ein bisschen Licht machen hier. Jetzt wird die Tür nämlich eingebaut und wie das immer so ist, bei der Klappeneinbaugeschichte, dann brauchen wir ein bisschen Licht. So. Da müssen wir ein bisschen mit heimschleifen, das ist natürlich wichtig. Jetzt schauen wir mal, hier ist der eine Dübel. Das ist aber knapp mit dem Schalter. Ja, ja. Ich würde jetzt mal sagen, genau berechnen. Ne? Oder jeder andere würde sagen, oh, das war überrechnet. Nee, in diesem Fall nicht. Aber es passt. Und eine Unterlichtscheibe drunter setzen. Das ist ja. Ja, ich werde auf jeden Fall unter die Scheibe drunter setzen, weil das macht in diesem Fall wirklich Sinn. Aber hier schleift auch nichts, außer eben halt das Papier jetzt hier an der Seite. Ich würde sagen, hier kommen wir jetzt noch mal eben unter die Scheibe drunter und dann war es das. So, ich habe jetzt hier zwei Unterlichtscheiben. Mir aus einem Besenstiel gemacht, einfach ein Loch eingebohrt und ein bisschen rund geschliffen. Die kommen jetzt hier drunter als, ja, ich sage jetzt mal Abstandshalter, damit sich das hier nicht hin und her verschieben kann. Die baue ich jetzt mal hier drunter. War eben ist gut. Ist ein bisschen störrisch heute. Aber störrisch heißt, dass das Projekt ein Projekt werden will. So, hier haben wir die Unterlichtscheibe drunter. Da werden wir die noch drunter tüdeln. Können wir den da rauskriegen? Jawohl. Ich glaube, den können wir noch mal. Ja, nachdem sich jetzt gestern Abend mein Akku hier verabschiedet hat von der Kamera, habe ich jetzt noch weiter gebaut und das Ding soweit fast fertiggestellt. Was habe ich bis jetzt gemacht? Ich versuche es mal zu zeigen. Ich habe hier hinten noch die Halterung ran gemacht, wo nachher das Häuschen dran aufgehangen wird. Und ja, hier halt der Schalter für Ein- und Ausschalten, zur Batterieentnahme, ganz simpel. Den Kasten rausnehmen, Batterien wechseln, wieder reinschieben und sitzt soweit wirklich prima. Ich kann mich da nicht drüber beschweren, also der Zweck ist erfüllt. Was habe ich hier gemacht? Ich habe nochmal ein Motiv ausgesägt, Eigenkreation, das ist ein Hirsch und ein Elch oben Hirsch und ja, finde, das hat was. So, was habe ich hier gemacht? Ich gehe mal ein bisschen ins Detail. Ich habe mir hier eine Doppelhalterung gemacht. Darunter habe ich Filz geklebt. Und das Ganze habe ich dann mit so einem weiteren Halter hier hinten angetackert und geleint. So kann man jetzt die Gläser, die gehen jetzt etwas strammer raus als bei dem ersten Modell. Finde ich ganz gut so. So können die nicht versehentlich rausfallen. Batterie habe ich hier erstmal mit zugepackt. Ich werde das ganze Teil noch ölen, allerdings nur von außen, nicht von innen. Hat folgenden Hintergrund, das Öl zieht hier nämlich auch in die MDF-Platte rein und das macht keinen guten Eindruck. Eine Kette habe ich jetzt hier montiert, aufgrund des Gewichts der Klappe. Um nochmal auf die Rückseite drauf einzugehen mit dem Halter, falls der eine oder andere es noch nicht mitbekommen hat, wie ich das hier meine. Diese Schraube wird in die Wand gedreht und dann wird das Haus weggestülpt. Und dann ist das so von der Rückseite gesenkt, dass die Schraube sich hier ranzieht. Das heißt, das Haus hängt dann auch richtig fest. Das habe ich auf beiden Seiten gemacht. Das ist so ein bisschen angesenkt und rastet auch gut ein. Dann halt mit der Elektronik nochmal. Das Batteriefach ist eingeschaltet. Das heißt, der Schalter vorne hat jetzt auch die Funktion und
Da ist es halt so, dass das nach hinten schieben das Licht anmacht und nach vorne wieder aus. Ich werde das Teil jetzt ölen, natürlich nur von außen, wie auch schon angesprochen. Und wenn das dann geölt ist, sehen wir uns wieder. Dann setze ich die Batterie ein und dann machen wir mal das Schlussfazit. Wenn jetzt die Frage aufkommen sollte, ist das mehr was für drinnen oder für draußen, kann ich sagen, es ist eigentlich ein Projekt für drinnen. Alleine schon durch das Uhrwerk, was da drin ist, denke ich mal, wird es auf Feuchtigkeit wirklich reagieren. Und von daher ist das was für den Flur, für den Eingangsbereich oder fürs Wohnzimmer, fürs Büro. Ich könnte mir sogar vorstellen, das in einer Küche zu haben, als Gewürzregal oder ähnlichem. Allerdings ohne diese Schnapsgläser dann, ne? Hier sieht man auch wieder ganz schön, wie das Öl das Holz anfeuert. Ich bin vor einiger Zeit mal gefragt worden, was für ein Leinöl ich verwende. Das ist dieses Leinöl. Nein, und ich habe das nicht gesponsert bekommen. Ich habe es selbst gekauft. Ich, keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich kaufe mir das hier selber. Ist kein Sponsoring etc. Ich werde auch nicht für bezahlt, dass man da mal was empfiehlt oder so. Nein, aber das ist eben halt das, was ich verwende. Das ist von Isol Bau. Leinölfirnis. Kostet ein Kanister. Bei die 20 Euro rum, bin ich der Meinung. Und ich habe den jetzt mittlerweile ein Jahr, kann man sagen. Ja, genau. Ein Jahr. Mein Fazit zu diesem Projekt ist ganz klar, es hat sich einiges verändert, zumal Beleuchtung hinzugekommen ist, was für mich wichtig war, dass man es nicht sofort auf Anhieb erkennt, wo die Kabel lang gehen, dass man das Teil aufmachen kann, ohne dass man gleich mit irgendwelchen Schaltern oder halt Kabel geflutet wird. Es ist alles dezent versteckt und auch der Schalter macht meiner Meinung nach einen sehr ansprechenden und auch fragwürdigen Eindruck. Geölt sieht das Ganze jetzt so aus. Ich bin der Meinung, das hat auf jeden Fall noch was gebracht. Es ist noch ein bisschen kräftiger geworden. Und von daher, ich kann es so stehen lassen. Wenn ihr Fragen zu diesem Projekt habt, dann bitte unten in die Kommentare rein. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, kann gerne ein kostenloses Abo da lassen und beim Aktivieren der Glocke werdet ihr rechtzeitig informiert, wenn ein neues Projekt online gegangen ist. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag darüber und jetzt gibt's noch mal Bilder. Bis zum nächsten Mal.